Desktop heißt das neue Projekt von Talente Oberösterreich und soll in den Volksschulen für frischen Wind in der Pausen- bzw. Freizeitgestaltung, aber auch im Unterricht sorgen. Desktop richtet sich nicht nur an hochbegabte Kinder, es soll allen die Möglichkeit bieten, sich kreativ zu betätigen. Es ist so, wir haben ansprechende, motivierende Materialien für den Volksschulbereich zusammengetragen. Es ist für Kinder eigentlich ein Differenzierungsmaterial, hat logische Denkansätze, schult die Reaktionsgeschwindigkeit, Schnelligkeit, fördert das abstrakte Denken und bringt die Kinder im Prinzip schon in der Früh in Schwung. Die Linzer Bruckner Schule war eine von mehreren Schulen, in der der Einsatz der Box getestet wurde. In einem einfachen Rollwagen verstaut, sind die Materialien flexibel und jederzeit einsetzbar. Wichtig dabei ist die Freiwilligkeit. Kein Kind muss sich mit den Materialien beschäftigen, die meisten wollen aber. Das läuft sehr gut, die Kinder haben es sehr gut angenommen, sie sind sehr motiviert, sie spüren sehr gerne, auch im Unterricht oder in der Pause. Also es ist eigentlich ein Selbstläufer geworden mittlerweile. Man muss aber auch sagen, wir haben das gut eingeführt und wirklich die Kinder irgendwie gut darauf vorbereitet. Also wir haben den Förderunterricht genutzt, dass gewisse Kinder sich als Experten bereit erklärt haben, gewisse Spiele einfach an andere Kinder weiterzugeben. Also ich spiele sehr oft und es gefällt mir sehr. Also meistens nehme ich Déjà-vu und Teamwork. Also bei Déjà-vu muss man viel denken, ob die Karte wirklich schon mal vorgekommen ist. Das Spannende daran ist, dass man schnell reagieren muss, wenn man weiß, aha, die Karte ist gerade vorher vorgekommen. Und dann muss man eben schnell entweder LOL oder Déjà-vu sagen und dann darf man sich die Zeichen nehmen. Ich spiele meistens das Spiel Rocks, weil da muss man einfach sehr viel denken und das gefällt mir. Und eigentlich finde ich es ganz lustig, dass wir den Spielkasten da haben. Die Probephase hätte an der Schule nicht besser laufen können. War das Projekt Desktop bisher auf 2 Klassen beschränkt, soll es im Schuljahr 2017-2018 ausgebaut werden. Jetzt einmal im Zuge unseres Schulentwicklungsprozesses auf 2 Klassen erprobt. Es ist aber so, dass wir das auf alle Klassen erweitern werden, weil dieser Desktop aus meiner Sicht ein dynamischer Lernort ist. Dynamisch in dem Sinn, dass ich ihn sofort und ganz, ganz einfach von Klasse zu Klasse befördern kann. Dynamisch aber auch in dem Sinn, dass er jederzeit mit Materialien ergänzt werden kann, Materialien ausgetauscht werden können. Die Kinder bringen auch etwas mit, was ähnlich sein könnte. Das heißt, all diese Begabungen, die wir fördern wollen im Sinne von aktivem, autonomen, lebenslangen Lernen, können hier durch forschendes, kooperatives Lernen eben gestützt werden. Der Einsatz der Materialien wurde mit den Eltern gemeinsam beschlossen. Eine Entscheidung, die auch die Elternseite nicht bereut. Also ich finde es sehr positiv, dass die Kinder eigentlich schon in der Früh mit konstruktiven Dingen auch ein bisschen beschäftigt werden. Man sieht ja eigentlich im Umfeld, dass sehr viele Kinder in der Früh mit Handy kommen etc. sich eigentlich nicht mehr gemeinsam unterhalten. Und ich glaube, dass diese Idee des Spiels jetzt nicht nur den Geist fördert, sondern auch die Zusammengehörigkeit. Wenn Sie nähere Informationen zum Projekt Desktop haben wollen, dann melden Sie sich einfach bei der Projektleiterin Martina Just von Talente Oberösterreich. Sie steht für alle Fragen gerne zur Verfügung.